Hallo in die Runde, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Mateusz Schlendzinski, genau. Ich habe schon gerade hier versucht, das an den Start zu bringen mit Daniel gemeinsam. Ich bin von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hier aus Hamburg, also öffentlicher Dienst. Und Daniel Bockemann ist von Dataport, also IT-Dienstleister, auch im semi-öffentlichen Bereich, kann man eigentlich sagen. Also Anstalt öffentlichen Rechts ist eigentlich schon recht öffentlich. Genau, wir sind heute hier, um euch was zu DIPAS zu erzählen, zum digitalen Partizipationssystem. Es geht also um Bürgerbeteiligung. Kurz Handzeichen, wer war schon mal bei einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung? Mal ganz kurz so, wer war schon mal in irgendeinem Schulsaal da? Okay, gibt's ein paar, aber noch nicht so richtig viele. Dann würde ich gleich vielleicht noch mal ein, zwei Worte zum Kontext sagen, worum es hier eigentlich geht. Also was wir machen werden, ich werde ein bisschen was zu DIPAS erzählen, aus der sogenannten Herstellerrolle von der Software. Daniel wird zur Open Source Community was erzählen und zu den Infrastrukturangeboten, die es dazu bei Dataport gibt. Also nur, dass ihr so ein bisschen Hut für jeden von uns vor Augen habt. Genau, DIPAS steht für Digitales Partizipationssystem und im Wesentlichen ist es so, dass es eine Eigenentwicklung aus der Freien und Hansestadt Hamburg ist. Also wir als Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen haben das 2016 noch um und bei angefangen, zusammen mit dem Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung LGV, habt ihr heute Morgen ja auch schon viel zugehört. Und wir haben also 2016 herum entschieden, dass wir eine Eigenentwicklung im Bereich digitaler Partizipationssoftware an den Start bringen wollen, herstellen wollen, weil wir glauben und immer noch sehr fest davon überzeugt sind, dass dieses Potenzial von Geodaten dafür sehr gut genutzt werden kann. Und das werde ich versuchen, euch so ein bisschen aufzudröseln in den nächsten 10 Minuten. Jetzt ist die Uhr hier leider verschwunden, aber wir haben ja hier irgendwie eine Anzeige, wie lange wir brauchen. Also DIPAS ist online und vor Ort. Und bevor wir da eintauchen, warum das eine wichtige Sache ist, dass DIPAS online und vor Ort ist, ganz kurz zum Kontext. Beteiligungshürden. Also wir als Stadtplanerinnen und Stadtplaner wollen Menschen beteiligen an der Planung ihrer Stadt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, so Aufrufe, kommt und beteiligt euch, gebt eure Ideen und so. Also jetzt hier an der Stelle nur verkürzt gesagt, ist es aus zwei Gründen total wichtig. Zum einen, weil es Planungsprozesse beschleunigt. Wenn man die Menschen vorher fragt, gibt es nachher nicht so viel Ärger. Das heißt, der Prozess wird wirklich beschleunigt. Und die zweite Sache ist, die Ideen, die Planung wird besser. So, das ist bewiesen, das ist ein Fakt und deswegen machen wir das. Und deswegen wird es in Hamburg auch sehr extensiv gemacht und aber auch bundesweit. Zuletzt, ich meine, Stuttgart 21 habt ihr vielleicht noch so in Erinnerung gehabt. Das war so eins der ausschlaggebenden Momente, wo man gemerkt hat, ohne geht's nicht. Also an der Stelle, Beteiligungshürden ist aber ein Problem. Das heißt also, wir wollen das, wir kriegen aber nicht alle Menschen dazu, dass sie zu uns kommen und dass sie sich da so rege beteiligen, wie wir wollen. Das hat viele Gründe. Mein Grund ist, dass ich abends irgendwie die Kinder ins Bett bringen muss und dann keine Zeit habe. So, es gibt 1000 andere Gründe, warum ich jetzt nicht in ein Rathaus gehen kann um 19 Uhr. Kennt ihr auch. Das heißt also, dieses Zeit- und Ressourcenthema ist eins. Das ist eine Hürde. Die zweite Hürde, die total wichtig ist, ist, Planung ist total kompliziert und total langweilig auch. Also man muss den Menschen versuchen, diese Planung zu vermitteln, damit sie wiederum sich besser daran beteiligen und auch Feedback geben können. Ja, wenn ich etwas gut verstanden habe, kann ich auch besser ein Feedback geben, als wenn ich jetzt davor sitze und da ist irgendwie ein Plan und ich verstehe nur Bahnhof und finde das eigentlich eh doof. So, diese zwei Beteiligungshürden müssen wir uns mal merken, weil das ist jetzt gleich für meine Story hier wichtig und gehen wir jetzt mal weiter in DIPAS. Und DIPAS ist also jetzt ein Produkt, ein Stück Software, das versucht, auf diese Beteiligungshürden die ein Stück weit zu adressieren. Und es gibt viele Module im DIPAS, die werde ich leider nicht schaffen, heute euch zu erzählen, sonst müsste ich hier wahrscheinlich eine Stunde euch einen Vortrag halten. Aber ich würde auf zwei Sachen gerne eingehen. Also einmal die Verbindung von online und vor Ort, warum das total cool ist. Die zweite Sache, warum urbane Daten dafür uns sehr stark helfen. Und das dritte wird eher technisch sein, weil wir sind ja auf der FOSCIS und da werden wir ein bisschen was im Bereich Open Source machen und dann kommt Daniel mit der Anwender-Community. Eine Komponente vom DIPAS Online-Tool, vom DIPAS insgesamt ist das Online-Tool. Das heißt also, ich habe ein Interface, ich muss nicht ins Rathaus gehen, um mich zu beteiligen, sondern ich kann über eine Web-Anwendung, ich muss keine App installieren, kein Programm herunterladen, ich kann wirklich auf eine URL gehen und habe die Möglichkeit, Informationen zu beziehen über ein Planungsvorhaben und aber auch wiederum der Rückkanal, ich kann auf einer interaktiven Karte ein Feedback platzieren. Das geht ohne Anmeldung, bei uns ist das Thema Hürden, habt ihr schon gehört, man muss sich also nicht anmelden, man kann direkt rein, direkt loslegen und sich daran beteiligen. Man kann, also ihr seht hier, und das wird so ein Stück weit auch schon den Vorgriff auf später sein, das Masterportal, das ist hier eingebunden als Kartenclient und diese kleinen Fähnchen, das ist das Feedback von den Menschen, die sich beteiligt haben. Also ich habe eine Idee auf einer Karte verortet und das sieht jetzt so in der Form aus. Das ist also das Online-Tool, das ist der eine Kanal.
Der zweite Kanal, das ist vielleicht auch ein Stück weit das Innovative da dran, ist unser sogenannter DPass Touch Table. Das ist ein Device, also ein großes Tablet auf Rädern, wenn man so will. Das schieben wir mit rein bei den Veranstaltungen, wenn wir uns im Rathaus dann mit den Menschen treffen, die dafür die Zeit haben. Und bringen, also eigentlich ganz plakativ gesagt, wirklich die Geodaten zu den Leuten hin. Warum machen wir das? Weil die Geodaten uns helfen, Planung zu vermitteln. Wir werden das gleich nochmal vertieft sehen, aber wir benutzen also diese Devices, um im Wesentlichen angeschlossen an die urbane Datenplattform alle Geodaten im Zugriff zu haben, um damit mit den Menschen zu reden. Und warum tun wir das? Weil Stadtentwicklung eigentlich fast nie auf der grünen Wiese passiert. Es ist halt immer ein komplexes Unterfangen aus rechtlichen, baulichen Dingen, die man beachten muss. Und das zu vermitteln, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist eine Herausforderung. Und hier an dem Beispiel kann man sehen, der kleine Grasbruck ist gerade in Hamburg ein Entwicklungsgebiet. Und da ist das Lärmthema einfach total präsent. Und wenn man dann so eine Lärmkarte auf so einem Touchtable zeigt und damit erklärt, warum der Wohnungsbau jetzt gerade an dieser Stelle, wo es einfach mal total laut ist wegen der Autobahn, nicht geht, dann hat das eine ganz andere Dynamik, als wenn ich mich einfach nur dahin stelle und sage, das geht nicht. So, also ihr merkt so ein bisschen, es geht ein Stück weit um Information bereitstellen und aber auch vor allen Dingen um den Dialog mit Daten zu unterstützen. Das ist da ein Stück weit der Ansatz. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Thema, DPass ist Open Source und interoperabel. Also das eine war jetzt so ein Stück weit diese Beteiligungsmethodik, der planerische Ansatz, warum ist das wichtig? Und jetzt, weil wir auf der Foskis sind, würde ich euch gerne noch ein bisschen was zum Thema Open Source sagen. Diese Folie, die müssen wir jetzt nicht ganz durchgehen. Ich will an der Stelle nur sagen, wir bauen komplett auf dem Open Source Stack auf. Das heißt also von Vue.js im Frontend bis hin zu Drupal im Backend für die Administration, die Herstellung der sogenannten Beteiligungsverfahren und so weiter. Das basiert also alles auf einem Stack, der Open Source ist. Das Repository ist frei im Internet verfügbar. Ihr könnt jetzt auf dpass.org gehen, da auf das Repository euch navigieren und im Wesentlichen alles herunterladen, beziehen und aufsetzen. Und die Besonderheit ist, dass wir als Kartenclient hier wirklich auf das Masterportal setzen und da natürlich auch ein Stück weit von dieser Entwicklung, die da sehr stetig passiert, auch mit profitieren. Als letzter Punkt in meinem Teil ist das Thema, wie nutzen wir Bürgerwissen effektiv? Und da würde ich eigentlich hier nur kurz anschließen wollen. Wir haben ein strukturiertes Datenmodell dahinter, das sich Participatory Data Specification nennt. Und damit beschreiben wir datentechnisch Beteiligungsverfahren, wenn man so will. Und das ist für uns in erster Linie deswegen wichtig, weil wir sagen, A, wollen wir diese Daten strukturiert bereitstellen und B, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte, ist, wir können damit DPass vernetzen mit weiteren planungsfachlichen Anwendungen. Das heißt also, wenn es darum geht, ich habe mein Beteiligungsverfahren gemacht, ich habe vielleicht 1000 Feedback Ideen bekommen, also diese kleinen Fähnchen, die ihr gerade auf der Karte gesehen habt, dann ist halt die Frage für mich als Planer, wie kann ich das jetzt auswerten? Und da haben wir in Hamburg ein tolles Open-Source-Stack auch an Planungstools, das wir dafür benutzen können und da können wir also dahergehen und sagen, wir ziehen uns das in unsere zweite Anwendung herein und fangen an, wirklich die Daten auf Basis dieses Datenmodells und der Schnittstelle, die wir dafür bereitstellen, in unsere Anwendung hereinzuziehen und dort dieses Verfahren zu evaluieren. Und das geht also auch wirklich nur, weil alles so interoperabel ist und auch auf offenen Schnittstellen basiert. So, Daniel, jetzt will ich dir nicht deine Zeit rauben. Das hätten wir auch noch machen können, das ist aber vielleicht auch an der Stelle ein bisschen zu viel. Ich würde es an der Stelle gerne belassen wollen und an Daniel zu übergeben mit dem Sprungbrett, dass ich sage, ihr habt es ja gerade gehört, Open Source ist bei uns ein Thema und wir entwickeln Open Source nicht nur deshalb, weil es irgendwie cool ist, sondern weil wir auch wirklich der Meinung sind, dass wir auf Basis dieser Open Source Software gemeinsam mit anderen Verwaltungen an dem Thema Bürgerbeteiligung auch methodisch arbeiten können. Und dafür haben wir im Juli letzten Jahres eine Anwender-Community aufgesetzt, wo jetzt auch einige Städte schon mit dabei sind und wo wir neben der Thematik der Technik auch wirklich beteiligungsmethodisch uns austauschen zu der Frage, wie kann man Beteiligung noch in 10 Jahren noch besser machen und nicht vielleicht noch einen Tisch ranfahren, sondern vielleicht was anderes bauen oder so. Aber da wird euch jetzt Daniel als Community-Manager was erzählen. Ja, vielen Dank. Das war jetzt natürlich alles ganz schnell zu DPass und die ganzen Tools vorab. Wir haben Stand in der Haupt bei Dataport, Masterportal, da laufen wir so ein bisschen mit. Bei Fragen sonst im Nachgang gerne auf uns zukommen.
Sie sehen oder ihr seht hier, ne, wir sind eine kleine Community aktuell. Letztes Jahr gegründet nach dem Vorbild der Implementierungspartnerschaft Masterportal. Wir sind jetzt 5 Mitglieder. Natürlich hoffen wir, dass wir auch stetig wachsen, aber wir wollen das vorantreiben. Und wie kann so eine Struktur überhaupt funktionieren? Ich bin der beauftragte Community Manager. Ich bin nicht Teil der Community, aber übernehme in dem Fall diese Aufgabe. Und die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen übernimmt in dieser Community die fachliche Leitstelle. Die haben das Ganze entwickelt, die haben auch die Expertise und nehmen die weiteren mit. Der LGV übernimmt hier die technische Leitstelle, weil die aktuell die ganzen DPaaS-Entwicklungen gemacht haben. Unser Ziel damit ist erstens den Erfahrungsaustausch, weil verschiedenste Städte haben verschiedenste Bedarfe an Bürgerbeteiligung oder verschiedenste Grundvoraussetzungen, was die Geodaten angeht und wie das alles mit DPaaS zusammengebracht werden kann. Wir sind jetzt an einem guten Punkt. Ich glaube, wir haben DPaaS so weit, dass wir das an das Corporate Design und an die Gegebenheiten der jeweiligen Städte sehr schnell übers Backend ohne viel Aufwand anpassen können. Aber natürlich im Laufe der Jahre werden wir bestimmt über Punkte stoßen. Die Stadt XY wünscht sich noch folgendes Feature. Wie kriegen wir das da rein? Und das wollen wir natürlich auch ermöglichen über die Open Source Community, dass auch an der Weiterentwicklung mitgewirkt werden kann. Dass es nicht alles abhängig ist von Matthäus und Kollegen, da das zu machen, sondern über Pull Requests auch, wie das im Masterportal ist, die Entwicklung voranzutreiben. Zusätzlich bieten wir, gerade weil die Community noch nicht so groß ist, eine Sprechstunde an. Einmal in der Woche kann man, sagen wir, mit mir eine Stunde sprechen zu anwendungsbezogenen Fragestellungen. Wie funktioniert Feature XY und so weiter. Das heißt, über die Community-Mitgliedschaft kriegt man das Ganze sozusagen mit dazu. Ziel natürlich, die Verwaltung stärken. Also von der Verwaltung für die Verwaltung, so ein üblicher Spruch, den ich von Nico Schliffke aus dem Masterportal geklaut habe. Das ist unser großes Ziel, dass die Community selber auch die Expertise aufbaut in diesen Bereichen Bürgerbeteiligung, aber auch Geodaten. Ganz kurzer Disclaimer, wir haben ein kurzes Sighting, ich mache es ganz kurz. Dataport hat einen Software-as-a-Service gebaut, wo das schnell bezogen werden kann, wo wir uns um alles kümmern, ist aber keine Voraussetzung für DPaaS. Also ganz klar, da einmal den Disclaimer, das bieten wir an. Sie können aber natürlich auch das selber betreiben, selber hosten, selber Erfahrungen sammeln und Ihre Erfahrungen dann auch in dem eigenen Betrieb in die Community reinbringen, sodass wir alle davon profitieren. Individuelle Softwareentwicklung sind natürlich auch möglich. Bei unserem Service möchten wir die Community-Version, sagen wir das, was die Community entscheidet, in welche Richtung das geht, zentral für alle anbieten. Das war es auch schon, kurz und knapp. Wie gesagt, ich jetzt gerne noch ein paar Fragen und ansonsten gerne beim Haupteingang am Stand von Dataport/Masterportal. Vielen Dank. So, schon gleich mal die Frage. Gibt es Fragen hier im Raum? Noch nicht. Mal gucken, wie es damit weitergeht. Aber online gibt es allerhand Fragen. Und zwar, ist das Feedback, die Fähnchen auf den Karten, für alle anderen auch sichtbar oder auf Wunsch auch anonym oder nur für Behörden sichtbar? Also wir bieten aktuell das Feature so an, dass alles sofort sichtbar ist. Es gibt natürlich die Auflage, dass für diejenigen, die dieses Verfahren durchführen, dass sie regelmäßig dort reingucken, das auch moderieren und gucken, ob da irgendwelche schadhaften Inhalte drin sind. Hier eine kurze Anekdote. In über 100 Verfahren, die wir in Hamburg durchgeführt haben mit DPaaS seit 2018, 17, ist es eine Handvoll Mal passiert, dass wir irgendwie Spam oder Hate Speech oder irgendwas da drin hatten. Das ist total ungewöhnlich. Also ihr kennt es ja auch in der Online-Welt, auf Twitter, wie auch immer. Das haben wir irgendwie nicht. Wir sind noch dabei zu erforschen, warum. Aber kommt noch, genau, jetzt nach der Foskis geht es dann los wahrscheinlich. Aber es ist bis dato alles immer komplett öffentlich und wir haben also da keine sozusagen, es wird nicht versteckt. Komplett anonym, ohne Anmeldung, ja. Wunderbar. Vielleicht gerade deswegen. Ja, die sich für Beteiligung interessieren, sind wohl sehr... Ich glaube auch, es ist so ein bisschen so eine kleine Bubble bisher, die Experten, die da teilnehmen. Es leitet aber auch wieder gut über. Inwiefern werden die Beteiligungsbeiträge über DPaaS moderiert? Ja, genau. Also das war ja schon die Antwort gerade ein Stück weit. Die Verfahrensverantwortlichen, das sind die Dienststellen, die Planungsämter, wenn man so möchte, die diese DPaaS-Verfahren aufsetzen, die sind dafür verantwortlich, da reinzugucken und das zu moderieren. Dann noch die Frage, können auch einfache Personen die DPaaS-Community betreiben oder nur Kommunen?
die Deepass-Community betreiben? Ich verstehe die Frage so, ob eine einfache Person in die Community reinkommen kann. So, nein, also aktuell ist es so, dass die Community nur für die öffentliche Hand ist. Das heißt, entweder NGOs, Forschungseinrichtungen oder aber auch Verwaltungen können da reinkommen. Man kann aber, wie gesagt, Deepass sich selber als Privatperson herunterladen, aufsetzen. Der Tech-Stack ist einfach. Das ist, also wenn man ein bisschen in der Technik ist, nichts Kompliziertes, keine große Hürde. Dann gibt es noch zwei weitere Fragen. Ich würde die gerne zusammenfassen. Und zwar gibt es einmal, wie grenzt ihr euch von Polar ab? Und die andere Frage, wie unterscheidet sich Deepass von Consul? Mhm. Verwenden Kommunen in der Regel entweder oder? Sehr gute Frage, sehr aktuelle Frage. Also die erste kann ich nicht richtig beantworten, weil ich Polar nicht kenne. Aber ich würde die zweite so beantworten, dass ihr die erste auch beantwortet. Also, Consul und Deepass, ja, das ist eine Frage, die uns oft gestellt wird und die ist vielleicht so zu beantworten. Consul, oder nee, ich fange andersrum an. Deepass ist aus dem Planungskontext entstanden. Ihr habt sie gerade gehört, ich komme von der Stadtentwicklungsbehörde und hat definitiv das USP, den Fokus Stadtentwicklung und Geodaten. Das ist unser Asset, das ist das, wo wir hinwollen, was wir glauben, was unsere Methodik ist. Consul dahingehend, ich kenne jetzt nicht alle Features im Detail, ist auch eine Beteiligungssoftware, die sich aber in der Beteiligungsmethodik, die ja sehr, sehr breit ist, schwerpunktmäßig mit anderen Sachen beschäftigt. Da geht es um Participatory Budgeting, das heißt also man votet mit den Menschen gemeinsam, bestimmt, was passiert mit Geldtöpfen, ganz platt gesagt in der Stadt, was kann man mit diesen für Dinge umsetzen. Das ist ein Feature, das es dort gibt und man kann zum Beispiel aber auch Texte diskutieren dort. Das kann man da auch besser, also das kann ich ganz offen und ehrlich sagen, dass diese Art von Anwendungsfällen können mit diesem Tool besser umgesetzt werden, wohingegen, wenn ihr irgendwas im Raum machen wollt und ihr seid eine Kommune, würde ich natürlich immer sagen, würde ich immer Deepass empfehlen. So, jetzt sehe ich hier online keine weiteren Fragen. Im Raum nochmal, der Blick von links nach rechts, von rechts nach links, auch keine. Aber hier gibt es eine, guck mal. Ja, vielen Dank erstmal für den Talk. Fand ich super interessant. Mich würde nochmal diese Participatory Data Specification interessieren. Was nehmt ihr denn so für Hinweise von den Beteiligten oder den sich Beteiligenden auf? Verstehe ich die Frage richtig, dass du dich für die Datenspezifikation, für das Modell interessierst oder für das Feedback von den Menschen, was die so einbringen an Themen? Ich denke, das wird ja Hand in Hand gehen. Also nehmt ihr Verbesserungsvorschläge auf oder Hinweise zu Problemen? Ich weiß es jetzt bestimmt nicht so einfach darzustellen, aber vielleicht kannst du uns einen ganz kurzen Überblick geben. Ich werde es versuchen. Also ich kann schon mal sagen, aus den über 100 Verfahren, die wir in Hamburg haben, ist das meiste Thema, was bearbeitet wird mit Deepass, irgendwas, was mit Verkehr zu tun hat. Also alles, was mit Straßenumbauten zu tun hat, Verkehrsumgestaltungen größerer Art, das ist das, was am meisten Feedback und Resonanz hervorruft. Also kennt ihr ja auch bestimmt das Thema Baustellen und irgendwie Straßenumbau. Das betrifft sehr viele Leute und dementsprechend beteiligen sich auch an diesen Fragen sehr viel. Hamburg speziell auch das Thema Radverkehr, Fußverkehr, da gibt es auch sehr viel. Und wenn ihr gerade was zur Hand habt oder ein Handy oder so, geht mal auf Deepass Navigator oder ihr gebt einfach bei Google ein Deepass Navigator. Das ist ein Dashboard, das wir zur Verfügung gestellt haben, was eigentlich diese große Datenmenge, die wir haben, so zur Verfügung stellt für Nutzerinnen und Nutzer, dass man in aggregierter Form sich ein Bild verschaffen kann. Man kann auf einer Karte sehen, wo sind die Beteiligungsverfahren, man kann sehen, wie sich die Beteiligungsverfahren thematisch sozusagen zeigen, wie sind die nach Themen verteilt und so. Ich kann jetzt hier auf den Rechner, glaube ich, nicht zugreifen, sonst würde ich euch das hier zeigen, aber das kann man auch gut zu Hause machen und auf dem Handy auch, das geht auch. Und am Stand, stimmt, bei Daniel am Stand könnt ihr das auch machen. Aber da kannst du dir vielleicht auch nochmal die Themen so ein bisschen angucken. Wir haben noch eine Handmeldung am anderen Ende des Saals. Wunderbar, dass ihr offene Daten nutzt, weil zeigt ja auch wieder, der Bedarf ist da, der Nutzen ist da. Sehr schön. Wie weit können bei Deepass denn und Bürger auch Rückmeldungen geben, die jetzt nicht an einen Punkt verortet werden können? Und wie geht ihr dann damit um? Und gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dann auch, wenn man 2000 Rückmeldungen hat, dann irgendwie automatisiert vielleicht
die Rückmeldungen auch thematisch irgendwie zu clustern, jetzt nicht nur räumlich. Also ja. Denkt ihr, oder habt ihr da auch schon was in die Richtung entwickelt? Ja, sehr aktuelle Fragen. Vielen Dank dafür. Die erste, kann man auch einen Beitrag nicht auf der Karte verorten? Ja, das kann man. Das ist also eine Einstellungsmöglichkeit, die man für jedes Verfahren individuell einstellen kann, muss oder soll die Bürgerin, der Bürger seinen Beitrag immer auf der Karte verorten müssen? Ja, nein. Wir haben jetzt auch sogar, jetzt ab nächste Woche gibt es ein neues Release, wo man dann sagen kann, ich möchte keinen Punkt auf der Karte setzen, sondern ich möchte eigentlich einen Ort beschreiben. Also wenn es sich wirklich nicht mathematisch auf einen Ort beziehen kann, sondern es ist irgendwie ein Umgriff. Oder ich kann aber auch nicht eine Karte benutzen. Das ist bei uns auch total ein Thema gewesen, dass wir uns letztes Jahr mit dem Thema Barrierefreiheit und Karten beschäftigt haben und uns da Expertinnen und Experten gesagt haben, dass Karten eigentlich total schwierig sind, was so Barrieren angeht, weil wenn es halt Leute gibt, die nicht mit der Maus eine Karte bedienen können oder vielleicht auch nicht sehen können, dass man da auch Alternativen schaffen muss. Und deswegen ist es jetzt rein technisch ganz einfach. Es ist einfach ein Freitextfeld, da kann man was reintippen. So, aber das sind genau die Fragen, mit denen wir uns da beschäftigen. Und jetzt habe ich so viel geredet, dass ich die zweite Frage vergessen habe. Vielleicht kannst du die nochmal wiederholen. Oder du. Genau, also wie die Auswertung, okay. Ob es sozusagen Ansätze gibt, wie dann aus einer Vielzahl von Auswertungen eine Clusterung, Verschlagwortung oder Ähnliches dann schon mal vorgefiltert passieren kann. Ja. Genau, auch das ist ein hochaktuelles Thema. Es gibt so eine ganz einfache Auswertungsfunktion im DIPAS, die funktioniert so, dass die Menschen, wenn sie einen Beitrag schreiben, Attribute wählen können, also zu welchem Thema gehört mein Beitrag, da gibt es dann so eine Handvoll an Themenvorschlägen und ist mein Beitrag eine Idee oder eine Frage oder eine Kritik, wie auch immer, da gibt es auch dann eine Handvoll an Optionen. Das ist so, und dann kann man so in Piecharts sehen, wie sich das dann verteilt. Das ist so eine rudimentäre Art der Auswertung. Wir arbeiten aber auch gerade zusammen mit dem LGV und mit der HCU daran, dass wir KI dafür nutzbar machen und vor allem im Bereich der Vorstrukturierung und der Aggregation von diesen Textbeiträgen da eine Unterstützungsleistung herstellen. Und da geht es nicht um große KI-Entscheidungsfragen, sondern es geht wirklich nur darum, die Textmassen vorzustrukturieren, damit man dann als Planerin, als Planer die Möglichkeit hat, sich A, ein kurzes, also schnell ein Bild zu machen und B, diesen Vorstrukturierungsvorschlag dann benutzt, um ihn dann so umzuwandeln, dass er für die Planungsaufgabe benutzbar ist. Also keine Sorge, da wird nichts automatisch später entschieden, sondern es geht nur um eine Vorstrukturierung. Da sind wir aber noch dabei, das gibt es noch nicht. Sehr schön, vielen Dank. Ja, Aufruf, beteiligt euch. Genau. In dem Sinne, Dataport, weitere Fragen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, dann geht es gleich mit dem nächsten Vortrag weiter. Vielen Dank.